Zugegeben, ich bin des Öfteren gebissen worden. Berufsrisiko. Deshalb verwandelt die sich jetzt jedes Mal, wenn sie die Aristocats guckt, in eine Bestie. Ach nee, wir können ja noch eine Frage stellen. Wie kommt es, dass Sie gerade Kampfhunden helfen? Was kann man gegen... Wie kommt es... Mein Vater war Tierarzt. Ich war so alt wie du, als er einen misshandelten Bullterrier pflegte. Ich habe den Hund jeden Tag nach der Schule besucht und mit ihm geredet. 3 Jahre lang. Oh Gott! Er hat es verzogen. Durch mich gehörte er bald zur Familie. Und daraus habe ich später einen Beruf gemacht. Ich frag mich was. Der Hund sah bestimmt danach genauso aus wie die... Wenn sie ihm die ganze Zeit einen dreistündigen Vortrag über Blumenbiologie gehalten hat. Müsst ihr überall herumschnüffeln? Das ist... Leute, das ist... Wahrscheinlich hängt hier noch der Mantel von der Alten. Hier, geheime Lagerbesprechung. Sind Sie gerade erst hier eingezogen? Ja, ich bin froh, dass endlich Räume für mein Projekt frei geworden sind. Hier habe ich mehr Platz, um misshandelten Kampfhunden die Angst vor Menschen zu nehmen. Super. Unter Rotlicht entspannen aggressive Hunde ihre Muskeln und werden umgänglicher. Willi Sauerlich. Das ist mein Name, ja. Tja, den Luxus einer Villa kann ich dir leider nicht bieten. Wieso? Hier ist es doch viel schöner. Die haben orangene Plastikstühle. Und die Aristocats, ja. Nein! Haben Sie hier Fox Terrier? Sind Sie gerade erst hier einge... Haben Sie hier Fox... Ich kümmere mich nur um wirklich aggressive Hunde, Kampfhunde. Zurzeit therapiere ich einen Staffordshire Terrier. Weitere werden folgen, so wie ich besser eingerichtet bin. Ich darf nicht niesen. Hä? Oh Gott. Hört sich jetzt an, als ob ich hier koksen würde oder so. Karl Vierstein. Rotlicht, eigene Sessel und Gummibällchen setze ich ein, um den Hunden eine häusliche Atmosphäre zu schaffen. Kümmern Sie sich tatsächlich um gefährliche Kampfhunde? Die Presse bezeichnet mich als Therapeutin angriffslustiger Bestien. Weniger geschwollen ausgedrückt heißt das, ich versuche, ein Besserungsheim für Kampfhunde aufzuziehen. Wow. Hör mal, das ist privat. Ach, wir gucken uns auf. Nein, ich mache jetzt wieder keine Aristocats-Joke mehr. Karl? Das sind 3 mit Goldfarbe angesprühte Kleiderbügelhalter. Nein. Werden Sie eigentlich unterstützt? Werden viele verletzte Kampfhunde eingeliefert? Werden Sie ein... Meine ehrenamtlichen Mitarbeiter sind Gold wert. Für sie bin ich der Schutzengel der Kampfhunde. Was leider nichts daran ändert, dass kein friedliebender Bürger einen Kampfhund aus dem Tierheim holt. Hatten wir die andere Frage jetzt eigentlich gestellt? Ich bin sehr vergesslich. Ach, kann ja nicht schaden. Werden sie eigentlich unterstützt?
Werden viele verletzte Kampfhunde eingeliefert? Tendenz steigend. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich jemand da draußen den Spaß macht, Hunde zu fangen, zu drillen und aufeinander loszuhetzen. Ja, ja, und du ganz vorneweg, du Plumbiologin. Haben Sie etwas gegen Menschen? Mir sind Hunde allemal lieber. Wenn ich so sehe, was ihnen angetan wird, fällt mir die Wahl zwischen Menschen und Tieren nicht schwer. Ja, und immer des Nachts, wenn sie... Es ergänzt die Geschichte von gerade. Immer des Nachts, wenn sie Aristocats schaut, verwandelt sie sich in den schwarzen Mörderhund und treibt im Minengebiet in TKKG-Stadt ihr Unwesen. Ja, und ein paar Jahre später beginnt sie dann eine Beziehung mit dem Herrn Profitlich aus TKKG Zelle 13. Du siehst, ich weiß mir recht gut, allein zu helfen. Hey, schlag hier keine Wurzeln. Tim, ich muss doch sehr bitten. Was denn? Sind in letzter Zeit öfter verletzte Hunde eingeliefert worden? Kann man wohl sagen. Verängstigt, misshandelt, verletzt, eingesperrt, ausgesetzt. Die meisten sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ein Schatten ihrer selbst. Ja, super. Ja, jetzt haben wir aber wirklich alles abgegrast. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal ins Fitness, ins Sonnenstudio. Und gucken da mal. So Tart. Oh. Tartalus. Oh. Was für ein schäbiges Wortspiel. Welche Vorteile hat man denn als Stammkunde? Stammkabine, Reservierungen, Sondertarife, ein eigenes Schließfach für Wertgegenstände. Na, ist das nichts? Ja, doch. Ich glaube, jetzt kommen mal wieder die berühmten Fridge of Games Synchron Infos. Das ist Kathleen Gavlich, die das spricht. Das ist die Sprecherin von Sandy aus SpongeBob Schwammkopf und noch anderen Figuren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssen später mal im Outro gucken. Also im Abspann. Ich glaube, das ist Kathleen Gavlich. Gut, kennt ihr alle nicht, aber ist ja egal. Ja, gut. Gibt's vielleicht jetzt im Laden noch mal was Neues? Herein! Stimmt es, dass der alten Frau Bleibtreu der Hund gestohlen wurde? Was war hier früher eigentlich für ein Geschäft? Stimmt es, dass der alten Frau Bleibtreu der Hund gestohlen wurde? Das hat sie sehr mitgenommen. Ich vermute, sie hat ihren Fox-Terrier einfach nicht richtig angebunden. Aber ich habe es nicht gesehen. An dem Tag war nur mein Chef im Laden. Ja, im Laden. Und sie hat den Hund dann geklaut, weil sie nicht im Laden war. Ja, das ist es. Das ist es. Sie steckt mit in dieser feministischen Sekte. Mit der... Bleib treu der Plumbiologin und der Verkäuferin hier. Rein! Rein! Ist es notwendig, den Laden mit einer Videokamera zu überwachen? Dürfen wirklich keine Hunde in den Laden? Hatten wir, glaube ich, schon. Also ich würde bei kleinen Hündchen im Laden ein Auge zudrücken, aber der Chef schwört auf Prinzipien. Na, ich würde meinen Hund im Winter nicht draußen frieren lassen.
Ist doch total bekloppt. Ein Hundeladen, wo keine Hunde rein dürfen. Also, was heißt Hundeladen? Tierladen halt. Als Maulaffe hätte ich schon fast gesagt. Ist Herr Boldewin da? Stimmt es, dass sogar Hunde ihre Lieblingsschokoladenmarken haben? Oh ja, lecker Lieschen, lila Hund, Schnapp 2, Knibberknabber, um nur einige zu nennen. Wir führen in diesem Jahr außerdem Weihnachtsmänner für Hunde. Gerade an den Festtagen fälschen die Leute ihre Lieblinge gern. Ja, ja. Weißt du was von geheimen Hundewettkämpfen? Macht dir die Arbeit mit so vielen Tieren Spaß? Weißt du was von geheimen Hundewettkämpfen? Wer behauptet denn sowas? Wir vermuten einen Zusammenhang zwischen den Hundediebstählen und nächtlichen Spaziergängern mit verletzten Hunden. Das hat Frau Bleibtreu beobachtet. Ich glaube, durch ihren Auftrag, Terry zu finden, kommt TKKG womöglich noch einer ganzen Bande von Hundehetzern auf die Spur. Ich sehe schon, ihr macht eurem Ruf alle Ehre. Oh, das ist doch jetzt schon so klar, ey. Wer behauptet denn sowas? Ist natürlich auf jeden Fall total glaubwürdig, wie die das sagt. Also, so wird das auch richtig sein, ja? Und ich frage mich, was passiert... Also, ich spiele jetzt wirklich blind, aber ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt nochmal in diesen Laden gehen? Ja, guck mal, wer da ist. Harry, rein! Wen haben wir denn da? Ganz schön unverfroren, hier nochmal aufzutauchen. Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, Mädel. Ich? Eine Ladendiebin? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Eine dümmere Ausrede fällt dir wohl nicht ein. Ich habe dich auf dem Videoband erkannt. Du bist der erste Fisch, der mir mit meiner Videoüberwachung ins Netz gegangen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein! Was ist los mit TKKG? Nein! Gestern hochgelobt, heute tief gesunken. Das gibt's nicht. Bei Aquasnack Light wurde Gabriele Glockner schwach. Reichte das Taschengeld nicht. Kommissar Glockners Tochter entwendet Fischfutter. Verkäuferin hält zu TKKG. Cora Klinke meint, es sei nicht ausgeschlossen, dass da ein Irrtum vorliegt. Mir fallen auf der Stelle drei Frauen ein, die Gabi auf einer schlechten Bandaufnahme ähnlich sehen würden. Lotti Schickedanz vom Sonnenstudio, Nadine Mannheim, die Optikerin, ja sogar meine eigene Mutter. Es ist lächerlich. Ja, ist klar. Ein schlimmer Vorwurf, der da auf TKKG lastet. Gabi Glockner eine Diebin? Natürlich halten Tim, Karl und Klößchen zu ihr. Aber die Lage ist ernst. Unsere TKKG-Freunde beraten sich in Gabis Zimmer. Wenigstens hat Cora mich in Schutz genommen. Vergiss nicht deinen Vater. Dieser Herr Boldewin hat nur auf eine Anzeige verzichtet, weil dein Vater ein gutes Wort für dich eingelegt hat. Ja, nur dummerweise hat die Presse davon Wind bekommen. Wie stehen wir jetzt da? Lieb, dass ihr zu mir haltet. Ob dieser Diebstahl etwas mit unserem Fall zu tun hat? Wir sollten uns mal diese Videoaufzeichnung ansehen. Dieser Weihnachtsmann vom Laden hat bestimmt etwas gesehen, das uns weiterhilft. Cora erwähnte meine Optikerin. Wir sollten gelegentlich bei ihr vorbeischauen. Auch Lottis Name fiel. Dabei ist sie nicht mal blond. Alles klar. Wir ermitteln weiter im Fall Bleibtreu sowie in eigener Sache. Genau. So eine gemeine Unterstellung dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Und schon machen sich unsere TKKG-Freunde auf den Weg. Der Erzähler ist doch selber auf der anderen Seite. Der hat diese ganzen schmutzigen Lügen über uns vorgelesen.
Ja, ist natürlich auch klar, dass da sämtliche Zeitungen dann drüber berichten. Wahrscheinlich noch mit einer Sonderausgabe. So riesige Artikel. Reichte das Taschengeld nicht. Und natürlich klar, dass die Verdächtigung von so einer Tante da auch hier auch in den in der Zeitung erscheinen. Ich glaube, dass die Optikerin, die Tante von der vom Sonnenstudio und die Mutter, ich glaube, die werden jetzt einen Mordplan hier anzetteln. So. Oh, wir können in Karls Zimmer. Das ist der Optikerladen, da können wir jetzt auch rein. Ja, Mensch, wir haben ja richtig was zu tun. Was passiert eigentlich?